Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im YouTube-Video. Es ist Sonntag und es ist mal endlich hier Zeit und Ruhe und wir haben extra den Sonntag gewählt. Und ich habe mir gerade mal Zeit genommen und habe mal das Schaufenster umgestaltet. Und wir haben schöne Herzen, sind ja nicht nur schön für Muttertag, sondern wir haben gedacht, wir machen jetzt mal alles so richtig schön clean, weiß und haben hier diese Herzen gedrahtet. Und haben die dann hier so, stellen die dann so auf, genau, ich muss jetzt mal den Vorhang zur Seite nehmen, haben dann Martini-Gläser gefüllt und das ist eigentlich auch nochmal ein richtig tolles Thema für ein YouTube-Video. Also, gibt ja auch noch schöne Ausblicke. Das sind Seidenblumen, sonst würden die nicht in der Sonne stehen im Sommer im Schaufenster. Sind aber einfach mit Zweigen und mit natürlichen Materialien, mit einem getrockneten Eukalyptus so schön arrangiert, dass die aussehen wie echt und eins hat uns auch schon verlassen während dem Gestalten und ich habe gedacht, ich habe so schöne Vasen, ja, so wunderschöne hohe Vasen, die sind total dick, ja, die sind richtig, richtig edel und da wollte ich eigentlich so eine Vase mal wieder schön füllen und habe auch gedacht, das wäre jetzt eigentlich ein super Thema. Hier sieht man auch mal im Vergleich zu meinem Finger, wie dick die sind, ja, Wahnsinn. Und das wäre eigentlich mal ein super Thema für ein Video, weil diese schönen Vasen, ich habe die auch schon verschickt. Ich hab diese Vasen auch in drei Höhen und da kann man dann ganz toll lange Blüten einstellen. Also zum Beispiel einfach nur drei Gladiolen oder Lilien und das macht schon irre Wirkung. Und es gibt schon YouTuber, die zu Hause haben und die gibt es auch noch hier in diesem kleinen kompakten Format, wo man ein bisschen Folie ausstopfen kann, natürlich klar. Und da kann man auch ganz toll eine Orchidee reinstellen. Aber wir füllen diese schöne weiße Vase, diese schöne dicke, die füllen wir heute mit einem Strauß, nämlich mit einer weißen Hortensie. Und die schönste, die habe ich fürs Video aufgehoben. Also gehen wir mal in den Bindebereich und fangen mal an. Zu zeigen, wie schön in dieses Format von Vase, diese auch eine Orchidee reinpasst. Also hier haben wir zum Beispiel jetzt einfach ein bisschen Folie genommen oder Styropor oder so und da kann man also auch ganz toll eine Orchidee reinstellen und die sieht dann immer gleich viel wertiger aus, wie wenn man die in so einen normalen, ja, wo der Topf die Erde in der Erde ist oder ja, so tief wie die Erde, ja. Damit ich das Plastik nicht extra rüber machen muss, habe ich es jetzt einfach mit diesem dunklen, auch mit diesem schönen, dicken Glasgefäß gezeigt. Aber das ist jetzt eigentlich nur kurz die Demo mit der Orchidee, weil um die geht es heute nicht, obwohl die auch sehr schön ist. Aber das ist ein anderes Thema. So, sondern wir haben natürlich unsere tolle Glasvase. Und meine Idee heute, die dreht sich um Olive. Ja, ich habe wunderschöne Olive und ich wollte gerne eine weiße Hortensie schön binden, weil eine weiße Hortensie wäre natürlich auch schon fast hübsch mit Olive so in eine Vase gestellt, sieht auch toll aus. Aber ich wollte die einfach mal gebunden, eine Hortensie gebunden in einem Olivenring. Ja, war so mein Gedanke. Und ihr kennt mich ja, ich bin ja immer, ich mag ja immer ganz, ganz, ganz viel Natur, ja, Naturdeko. Und ich habe hier auch Efeuranken. Viele von euch haben wahrscheinlich solche Efeuranken im Garten. Und ich habe die jetzt einfach mal gesammelt fürs Video. Ja, wenn man die schneidet, zupft man auch mal ein paar gelbe Blättchen hier raus. Das ist ganz normal. Das geht also ganz, ganz schnell, dass die irgendwie da sind. Und diese Efeuranken sind eigentlich die Basis, dass ich dann ja die Efeuranken nehme, um Volumen zu bekommen. Und dann mache ich als nächstes die Olive auf die Efeuranken drauf. Ja, ich fange jetzt einfach mal an und mache eins nach dem anderen. So, ich mache aus den Efeuranken einen Ring. Ja? Ich nehme Efeuranken, und das gibt es öfters in den Videos von mir, nehme zwei Teile, nehme die in die Hand, fasse auch so dazwischen und verwickel die miteinander. Das mache ich also ziemlich gern und ziemlich oft. Ja, so noch ein paar Blättchen rauszupfen ist auch immer gut, weil die kriegt man später nicht mehr so gut raus wie jetzt. So, verwickel die. Und immer wenn die ein bisschen dünner werden, ich nehme immer gern den Anfang zwischen die Knie, wenn die ein bisschen dünner werden, dann nehme ich einfach die nächsten Ranken, stecke die in die Mitte dazwischen rein und fange wieder an. Das Ganze
zu wickeln. Ja? Schön, einfach wie einen Zopf, den ich eigentlich miteinander verdrille. Ja, so ist es eigentlich ganz simpel, was ich hier mache. Ist mir auch fast noch ein bisschen wenig. So, da ist noch eine vertrocknete Ranke mal dazwischen, die fliegt in den Müll. Also das ist eigentlich so, wie man sie, wenn man gerade Gartenarbeit gemacht hat, wie man die dann reinholt und was auch wirklich der Natur entspricht. So sehen die auch dann aus. Und manche sagen ja auch bei so grünen Sachen, das ist doch immer grün, weil wieso fliegt da mal ein Blatt ab? Ja, es gibt eben auch, Efeu ist ja eigentlich auch immer grün, aber kriegt dann eben auch mal ein paar gelbe Blätter, das ist völlig normal. Es ist nicht auch immer grüne Pflanzen, haben einen Blattwechsel, ja, wie zum Beispiel der Kirschlorbeer oder der portugiesische Lorbeer. Die schmeißen dazwischen auch mal was ab, bilden wieder neue Blätter, sind aber trotzdem das ganze Jahr grün. So, jetzt habe ich also hier schon einen sehr schönen Strang. Ja. Da sind natürlich auch die Äste, die jetzt so rausgucken, die kommen später weg. Und diesen Strang lege ich aneinander, überlege natürlich, wie groß der Durchlass sein soll, so etwa. Und ich wickle den Rest der Efeu-Ranken um diesen Strang drumherum. So. Und ich glaube, das sieht jetzt schon gar nicht so schlecht aus. Ja, habe jetzt also einen tollen Ring. Man könnte jetzt auch schon fast eine dicke Kerze nehmen und zum Beispiel schön eine dicke Kerze reinstellen. Das wird auch schon ganz toll aussehen. Ich nehme hier eine gute Gartenschere und schneide alles, was so ein bisschen raussteht und was mir zu viel Natur ist und zu holzig. Das kann ich jetzt rausschneiden aus diesem Ring. Das ist jetzt also schon. Ja, das ist jetzt ein Efeu hält mindestens so lang wie die Hortensie, auch wenn er keine Wasserversorgung hat, weil Efeu ist ja relativ robust. Aber der Efeu, der muss schon reif sein. Ja, die Blätter müssen dunkelgrün sein. Und wenn der zu hell ist und zu frisch getrieben, dann hält er nicht. Ja, das muss man auch dann dabei beachten. Dann habe ich Olive. Olive ist edel. Ja, und Olive findest du natürlich nicht in der Natur, vor allem nicht in zumindest nicht in unseren Breitengraden. Und damit ich die Olive ganz toll in Akzenten verwenden kann und diese edle Olive ja nicht verschwende, ist mein Gedanke, ich lege die Olive auf den Kranz drauf. Ich kann sie auch an manchen Stellen schon dazwischen schieben, ja, dass sie ein bisschen fixiert wird. Und ich möchte die Olive so schön oben drauf legen, dass ich davon möglichst alles sehe, ja, und dass die ganz toll positioniert wird in diesem Strauß. Dass man eigentlich gar nicht so sehr den Efeu anguckt, diese schöne Grünbasis, sondern natürlich die tolle Olive. Dazu suche ich auch Stücke, die möglichst weich sind. Ja, das lässt sich auch nicht immer alles so toll verwenden. Das ist zum Beispiel so ein Stück, das ist ziemlich weich und lässt sich hier schön entlang legen. Ja, manchmal sind die auch sehr störrisch. Also das ist jetzt zum Beispiel was Wunderschönes, aber das eignet sich nicht so toll, um das auf diesen Ring zu legen. So, und das nehmen wir jetzt auch mal, dass wir ein bisschen Volumen bekommen. Und dann fangen wir mal an. So, einfach hier mit reinstecken. Dann nehme ich einen grünen Myrtendraht, bekomme ich bei Floristik24 zu einem super Preis per Post geschickt. Habe ich auch schon selber, ich habe auch immer mal verglichen, habe ich selber auch sehr gern dort bestellt, weil es einfach schöne Sachen sind und mit so einem fairen Preis. Ich nehme den Draht, verdrille den einmal miteinander und wickle den Draht locker, ja, nicht so fest wickeln, weil wenn ich das jetzt fest wickeln würde, dann bekomme ich nicht so einen tollen Effekt. Ich wickle den einfach ganz locker und lässig die Olive um diesen Efeu-Ring. Ja, ich habe also die tolle Grünbasis, aber mehr Wirkung entfaltet die, wenn man die natürlich schön sieht. Und besonders toll ist es noch, wenn hier so schöne kleine Oliven dranhängen. Ja, das ist natürlich noch der Traum.
und damit ich diese Wirkung habe. So. Und diese Akzente. So, manchmal muss ich noch mal ein bisschen nachjustieren. Guck mal, hier habe ich fast ein Loch. Da brauche ich eigentlich auch noch mal ein Stückchen. Haben wir hier noch mal ein schönes Stück Olive. Das wird hier, ich drehe es hier einfach oder ich füge es einfach ein in den Kranz. Und mehr Fixierung brauche ich eigentlich schon gar nicht. Das ist jetzt die erste, so einmal ringsherum. Hier habe ich den Anfang von meinem Draht, mit dem ich nochmal das Ende verdrehe. Schneide das Ganze mit der Drahtschere ab. So, und habe hier meine tolle Olivenstraußbasis. Also Ringe füllen ist für Sträuße ist auch für Einsteiger sehr, sehr einfach, weil man muss quasi für den Ring, ich sage fast so despektierlich, muss man eigentlich nur das Grün stopfen und kann dann die Blumen einfügen in diesen Ring. Und als ich Workshops gegeben habe, das mache ich jetzt nicht mehr so, die Workshops, die mache ich jetzt online. Als ich Workshops gegeben habe hier im Laden und vor diesen kontaktärmeren Zeiten, da hatten wir hier den ganzen Laden umgeräumt und hatten hier ganz viele Damen, die das immer lernen wollten. Und da haben wir beim Straußbinden einen Strauß entweder klassisch in der Spirale gebunden oder eben so einen Ring gebunden. Und was mache ich jetzt hier mit dem Ring? Ich nehme 3 Drähte, man kann auch 4 Drähte nehmen, gehe unten in dem Ring, da will ich immer sofort durch, gehe mit dem Draht durch den Ring durch, drehe den Draht zusammen und verdrehe ihn. Ja? Immer wenn so ein Draht verdreht ist, der kommt nicht mehr raus, ja? Der dreht sich nicht zurück. Lege den Ring mit der Unterseite nach oben auf den Tisch und nehme die Drähte, ja, guck, dass ich die Mitte natürlich finde und verdrehe dann in der Mitte. Ich hoffe, das ist nicht zu schnell. So, verdrehe diese Drähte in der Mitte von meinem Ring. Ich versuche auch, das möglichst plan zu machen und nicht hier wie so ein Trichter, weil viele, die anfangen, machen diese Stelle, wo es verdreht, hier viel weiter unten. Aber man kann leichter den Strauß binden, wenn das hier ganz unten ist, ja, ganz eben. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut genug erklärt. Ich bemühe mich stets und dann schneide ich noch ein bisschen was ab von den Drähten, weil ich brauche die gar nicht so lang. Und habe hier also diesen schönen Drahtring, ja, diese schöne Basis. Und also toll ist auch dann, wenn diese Oliven hier so drin sitzen. Das ist wunderbar. So, dann können wir mal probieren, ob das jetzt auch gut passt, das Ganze. Ja, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. So, und dann decke trotzdem von unten noch mal ein bisschen was ab, weil sonst würde ich ja hier unten einfach nur so nackig in die Hortensie reingucken und auch von unten soll die Technik verdeckt sein. Das heißt, hier kommt wieder der gute alte Kirschlorbeer, den wir aus dem Garten haben. Der eignet sich hervorragend zum Abdecken und was ich natürlich super gern nehme, um die Jahreszeit ist Weinlaub. Ja, also entweder Weinlaub ist toll, aber das gibt es jetzt natürlich nicht mehr so lang. Oder was man auch ganz toll nehmen kann, ist, und das sind jetzt die tropischen Blätter natürlich vom Floristen, das sind Aralienblätter. Ja, das ist entweder Aralie, ja, oder das Weinlaub. Ich denke, aus Haltbarkeitsgründen entscheide ich mich heute tatsächlich doch für die Aralie. Ja, ich bin immer dafür, dass man mal aus dem Garten Sachen nimmt. Aber die Aralie ist ein tropisches Grün, hält noch länger. Und ich denke auch, da die Hortensie sehr fest ist und ganz, ganz tolle Qualität hat, entscheide ich mich auch bei dem Grün für die haltbarste Variante. Und das ist jetzt in der Tat die
die Aralie. Sie glänzt umso schöner, wenn man sie noch mit einem Hauch, die Spitzen, mit einem Hauch Blattglanz besprüht. So. Und was ich dann immer gern mache, damit dieser schöne Olivenring wirklich toll sitzt, ja, damit das alles toll hält, stütze ich den Ring, weil man sieht, der ist sonst so ein bisschen, naja, der, wir sagen nochmal, eiert rum. Wollte ich jetzt nicht gleich im Video verwenden, aber ja, der ist sonst zu weich, dass der nach unten geht. Und ich brauche auch einen guten Kirschlorbeer, der ist mir auch wieder zu, der ist mir nicht steif genug, nicht fest genug. Ja, auch da brauche ich natürlich einen, der, wo die Blätter schön zur Seite gucken. Also ich bin natürlich auch noch wählerisch. So, der ist zum Beispiel super, ja. Der steht ganz toll. Der hat zwar ein Löchlein in einem Blatt, aber entweder ich reiße es raus. So. Und also noch einfacher ist das Ganze beim Abdecken vom Strauß. Und ich mache das eigentlich ganz gern, wenn ich arbeite. Ich lasse den Strauß nach unten hängen. Und fürs Video ist das jetzt natürlich auch toll, weil ihr könnt dann ganz toll sehen, wie ich das abdecke. Und das ist, da mein Kameramann schlecht unter den Strauß, unter den Strauß schlüpfen kann, ist das viel besser zu sehen, das Ganze, wenn ich den Strauß nach unten drehe einfach. Und hier sieht man jetzt auch, wie schön das alles abgedeckt ist. Ja, solche Prachtexemplare an Hortensien sind tatsächlich im Moment rar. Und die sind auch wirklich dieses Jahr sehr, sehr teuer und sehr begehrt. Also wenn ihr sowas im Garten habt, dann könnt ihr euch wirklich von nennen, weil das ist schlicht und ergreifend der Traum. Ja. Und man kann noch Gräser oder was machen, aber ich finde jetzt so schön, so pur, würde ich die Hortensie eigentlich lassen. Und ich werde die jetzt binden, den Strauß. So, ich muss mal gucken, dass ich meine schönen Grünvorräte alle wieder an die rechten Stellen bringe. Ich lege also auch immer unheimlich viel Wert auf tolles Grün. Und es ist nicht üblich, dass ein Blumenladen so viel Auswahl hat. Aber man sieht ja auch an den ganzen Materialien, wie viel Stimmung dieses Grün macht. So, ich binde jetzt den Strauß ganz, ganz fest, ja, und verknote den Bindebast. Schneide den ab und schneide auch die Blüten ab, die Stiele. Ich habe also gar nicht so viel Stiele, das ist ganz witzig, weil natürlich der Efeuring, der ist ja nicht im Wasser, das macht dem auch nichts aus. Und wichtig ist dann noch, mit einem schönen, scharfen Messer einen schrägen Anschnitt. Und am allerwichtigsten ist der schräge Anschnitt bei meiner Hortensie. Ja, da gibt es noch einen richtig schönen, schrägen Anschnitt, dass die ganz toll Wasser bekommt. Und wenn ihr ein bisschen unterwegs seid und sagt, oh, ich fahre jetzt noch nicht heim, dann auf jeden Fall zu Hause nochmal ein scharfes Messer, ein schräger Anschnitt, weil ganz viele schneiden die Hortensie unten einmal so gerade ab und dann sagen sie, die fällt ja schon wieder in sich zusammen. Ja, die will genügend Wasser bekommen und ich hole jetzt auch mal Wasser, Moment, meine Wasserkanne. So, und die möchte ganz viel Wasser in der Vase. Ja, und wenn manche dann einfach nur so eine kleine Pfütze in die Vase machen, dann ist die Hortensie, da leben Hortensien einfach nicht lang. Ja, und jetzt das Wasser in der Vase, es geht jetzt bis hier, aber es könnte ruhig sogar noch ein Tick mehr sein. Ich habe noch nicht mehr in der Gießkanne gehabt. So, und dann gibt es noch einen Trick für Hortensien. Da hole ich noch mal was kurz. Moment, ich habe ja unendlich viel im Lager. Also das gibt es auch bei Floristik24, das ist ein Verdunstungsschutzspray. Und das ist so ein ganz tolles Spray, das kann man machen, wenn man dann für eine Veranstaltung, wenn große Hitze ist oder gerade bei Hortensien, die fallen ja dann zusammen, wenn die wieder was verdunsten. Und damit die eben schön stabil bleibt, das nennt sich Finishing Touch,
da zeige ich euch auch nochmal das Produkt. Und da kann man einfach die Hortensie ganz toll damit ansprühen und damit hält die auch länger. Das ist also nochmal so eine kleine Trickkiste. Ja, ich sage ja immer mit Tricks und Tipps, was wir auch tatsächlich machen. Und das muss ja vor allem bei Hochzeiten, muss das alles perfekt sein. Und damit die auch toll halten, ja, wenden wir solche kleinen Tricks an. Und ihr YouTuber, ihr bekommt auch aus meiner Trickkiste immer die schönen Ratschläge. Ja, das war für heute mein Video mit der Hortensie, die also jetzt schön in diesem Olivenring gebunden ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt animiert und inspiriert, auf Efeuranken Jagd auf Oliven Jagd zu gehen und die schönsten Hortensien zu suchen. Und ach ja, und eins ist mir noch eingefallen, da bin ich gerade durch den Laden gelaufen und da habe ich gesagt, ihr habt ja nicht immer so eine tolle Blüte. Ja, das ist jetzt wirklich eine Rarität und weiße Hortensie ist auch wirklich sehr, 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 sehr edel. Ich habe auch noch eine Alternative. Und zwar, wenn ich immer zu den Kunden sage, Nelken, dann sagen sie immer erstmal, ich mag keine Nelken. Aber ich zeige euch mal was mit Nelken. Ja, also bei Nelken darf man im Gegensatz zu anderen Blüten, man darf da tatsächlich die Nelke auch schön öffnen. Und wenn man hier jetzt so anguckt, eine Nelke hat auch so eine gezackte Struktur, also fast wie eine Pfingstrose. Und wenn ihr dann sagt so, ich habe jetzt keine Hortensie, aber ich finde es mit dieser weißen Kugel total schön und ich würde es auch gern für mich nachmachen, dann zeige ich euch jetzt mal die Alternative, die vermutlich deutlich haltbarere und ich weiß nicht, ob es jetzt in der Summe so viel günstiger ist, aber einfach eine wunderschöne Alternative. Und Nelken gibt es das ganze Jahr. Das ist natürlich ein super Vorteil. Nelken halten sogar Frost aus, die halten Hitze aus. Und die meisten Leute sagen, ich mag keine Nelken. Und wenn sie das dann sehen, dann sagen sie, die sehen jetzt aber toll aus. Ich erzähle es ja immer wieder in meinen Videos, gell? Und ich muss das jetzt einfach mal so ein bisschen nachbauen, um euch das mal zu zeigen, wie toll das sein kann und wie toll das wirken kann, wenn man dann gerade in Weiß, ja, in diesen, und da gibt es auch noch, in Nelken gibt es ja auch andere ganz irre Farben, wenn man dann also so eine wunderschöne Nelkenkugel in diesen Olivenring reinmachen würde, da würde ich jetzt allerdings die Nelken so arrangieren, wie ich das jetzt mache, und dann würde ich die erstmal binden. Und dann würde ich die so gebunden in den Olivenring einfügen, ja, weil ansonsten das, was ich jetzt mache, ja, dieses, dass ich das nochmal so rutsche, die verrutschen dann natürlich, ja, und das sind jetzt, Stiele zählen sich immer leichter, 2, 4, 6, 8, 10, das sind jetzt 10 Nelken und mit denen habe ich in etwa das gleiche Volumen wie mit einer Hortensie. Tolle Alternative, oder? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Nelken mögt und wie ihr das findet, so als Alternative. Ich find's mega. Ich würde mich genauso über Nelken freuen wie über eine Hortensie. Und ich finde es einfach eine ganz, ganz irre Blüte. Und die habt ihr locker 2 Wochen stehen, wenn es reicht. Ja, eher länger. Wenn die schön frisch sind, sind die ganz toll. Ja, das war so meine Idee noch dazu. Wenn ihr die Nelken schneidet, nie im Knoten schneiden, immer dazwischen. Ja, immer dazwischen mit dem Messerchen, schönen schrägen Anschnitt. Und dann ist das auch ein wunderbarer Strauß. Also, Alternativen zeige ich auch immer gern. Und auch hier sieht man schon, dass in dem Rosa, Moment, muss ich erstmal die Nelken wieder in die Vase bekommen. Und hier sieht man ja auch schon die Nelke in dem Rosa zum Beispiel. Wäre auch eine ganz tolle, wäre auch eine schöne Alternative. Ich habe aber noch andere tolle Farben. Es gibt auch eine weiße mit einem dunkellila Rand. Also ich habe da ja jeden Tag andere Schönheiten. So, jetzt bin ich aber fertig mit meinem Video. Aber die Alternative, die musste sein. Dann viel, viel Freude beim Nachmachen. Und ich schicke euch wie immer ganz liebe Grüße. Und freue mich, dass ihr dran bleibt. Drückt auf den Abonnieren-Button, drückt auf die Glocke, dass ihr erinnert werdet. Erzählt von mir weiter. Tut ihr mir einen Riesengefallen und danke fürs Gucken und bis bald. Ciao!